Alles begann vor 300 Jahren mit der Entdeckung eines Alien-Artefakts. Unter dem alten Golf von Mexiko fand man den schwarzen Marker. Er schien unbegrenzte Energie zu verschwenden, bis er Demenz, Wahnsinn und ein monströses Leben nach dem Tod namens Necromorphs hervorbrachte. Was genau beim Desaster um den originalen schwarzen Marker geschah, wurde vertuscht und verschleiert. Zu spät jedoch, um die Gründung einer ganzen Religion im Namen Michael Altmans, eines seiner Erforscher, zu verhindern. Sein fragwürdiger Tod machte ihn zu einem Märtyrer und Unitology war geboren. Bis heute gedeiht diese geheimnisvolle Organisation, die die Marker für göttlich hält und für uns alle eine glorreiche Vereinigung von Geist, Körper und Verstand erstrebt. Generationen nach dem Desaster um den schwarzen Marker sah die Menschheit sich aufgrund schwindender Ressourcen mit ihrem eigenen Aussterben konfrontiert. Verzweifelt versuchte man, den schwarzen Marker zu reproduzieren, um seine unbegrenzten Energien nutzbar zu machen. Die Aufzeichnungen aus dieser Zeit sind missverständlich. Doch wissen wir heute, dass die Reproduktion erfolgreich und ihr Preis zu hoch war. Alle Markerkopien wurden an geheimen Orten im ganzen Universum vergraben, wo sie zu unser allerbesten hätten bleiben müssen. Doch stieß das Abbauschiff USG Ishimura während einer illegalen Abbauoperation auf Aegis 7 200 Jahre später auf eine der vergessenen Kopien, einen roten Marker, und leitete damit eine neue Welle der Markerinfektionen ein. Eine überlebende Schlüsselperson dieses Vorfalls war ein Ingenieur namens Isaac Clarke. Der Marker sprach zu ihm und hinterließ ihm ein Geschenk, einen mentalen Plan des Markers. Isaac wurde von Earthgov gefangen genommen und gefoltert, sein Verstand nach den Geheimnissen des Markers durchforstet. Das Markerprogramm wurde alsdann wiederbelebt und man baute einen neuen auf der beliebten Titan Sprawl. Doch das Desaster ließ nicht lange auf sich warten. Isaac konnte fliehen, wenn auch nur um Haaresbreite. Von der Sprawl blieb nur Staub übrig, genau wie von Aegis 7 zuvor. Seit dieser Zeit hat sich die Markerkrise nur noch weiter verdichtet. Und Isaac Clarke, dessen vom Marker berührter Verstand mit dem Wissen brannte, wie man den Marker nachbilden und auch zerstören kann, hielt sich im Verborgenen, fest entschlossen, sich von den Markern und all ihren Erzeugnissen fernzuhalten. Aber es gibt noch Hoffnung. Ein Eisplanet, auf dem jemand es vor 200 Jahren irgendwie schaffte, die Erhebung eines Markers aufzuhalten. Ein Fingerzeig aus der Vergangenheit, der unsere Zukunft retten könnte. Thank you.
Servus meine Freunde und willkommen hier bei Nach dem Lecker. Und wir sind jetzt hier in Dead Space 3. Natürlich die Limited Edition. Und ich muss dazu sagen, ich spiele das Spiel momentan hier zum ersten Mal. Also selber noch nie Dead Space gespielt. Und ich werde mal schauen, wie das ist. Ich denke mal, so schlecht kann es ja schon mal nicht sein. Obwohl ich mir, wenn ich mir die Bewertungen angucke, die nicht so doll waren. Aber nun gut. Wir lassen uns jetzt hier nicht von den Bewertungen irritieren und probieren hier unser Ding mal selber aus. Also erstmal muss ich dazu sagen, dass die Map ziemlich geil ist. Also ich stehe total auf Schnee. So, Untertitel habe ich hier mit eingeschalten. Falls ich immer zwischendurch mit reinlabern sollte, dass man das ja trotzdem nachlesen kann. Und ich irgendwie mitbekommen habe, dass die Stimmen sehr leise sind. Ich glaube, die müssten wir mal lauter stellen. Sprachausgabe, machen wir die mal ein bisschen höher. Machen wir die mal auf 50. Upsala. So, Grafik ist hier natürlich auch sehr hoch gestellt. Wie es sein sollte. Es muss einen Weg geben. Das ist ja schon mal besser. Endlich. Okay. Okay, E zum Aufheben. R zum Nachladen. Standardmäßig. R zum Zielen, genau, das zum Schießen. Das soll man zerbrechen. E zum Öffnen. Und da haben wir schon einen Freund. Hallo. Verdammt, de Scheiße! So macht es doch Spaß. Guckt euch an, Klatsch. Okay, das war ja schon mal ganz cool. Gehen wir mal hier rein. Stirb! Verdammt, de Scheiße! Mann, du nervst! Oh je. Na, guck mal, das ist noch so einer. Oh! Warte! Warte, Kollege! Warte! Okay, ich warte. Warte, erstmal du. Erstmal du, ja? Okay, ihr beide. Zack, zack, zack. Und du? Du wirst drauf gehen. Verdammte Scheiße. Nochmal. Stirb! Du stehst nicht nochmal auf. Du wirst sterben! Zack! Ist ja schon mal ganz angenehm. Ich komme hier auch sofort ins Schwitzen. Sehr lustig schon mal. Okay, das ist zum Hochklettern anscheinend. So, ich weiß bloß noch nicht so ganz, wie es hier mit Save Points aussieht. Ob es hier Save Points gibt, ob es automatisch speichert oder wie auch immer. Hier liegt ja schon mal einer. Okay, dann lassen wir einfach mal. Ich hab ihn. Nein, verdammt. Tim, wo sind Sie? Hey, dort! Ich hänge an einer Felswand, aber ich habe, was immer das ist. Der Codex, er ist der Schlüssel. So, wir sind bestimmt jetzt, wir sind bestimmt drunter jetzt. Und halten Sie keine Scheiße an! Huch! Wow! Wow! Okay. Und hopp, 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 hopp. Oh Gott. Springen, springen. Und bam. Woo, woo.
Oh, 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 oh. Hui. Oh. Wow. Okay. Das war dann unser Tod, würde ich mal so sagen. Egal, wir machen es jetzt besser. Hoffe ich. Wunderbar. Wie gesagt, wir machen es jetzt besser. Ui, da hängt ja jemand. Tapfere junge Soldaten, jeder einzelne von ihnen. General Mahat, Sir. Wo ist Dr. Serrano? Earl Serrano, stets der Optimist. Er sagte, ich soll das in die Stadt bringen. Er sagte, es wäre noch Zeit, es aufzuhalten, Sir. Es ist noch nicht zu spät. Wir haben die Kontrolle verloren. Und jetzt müssen wir der Erde und den souveränen Kolonien zuliebe das Richtige tun. Lieben Sie die Erde, Junge? Ihre Mom? Ihren Dad? Ja. Ja, Sir, natürlich. Gut. Schön zu hören. Hey! Sackgesicht. Penner. Sterben soll er. Ja, schön gemacht. Jo. Brüder und Schwestern, das Zeitalter der Menschheit neigt sich dem Ende zu. Wir sind 200 Jahre später. Ich unternehme, Wiedergabe, Nachricht 34. Isaac, ich weiß, dass du da bist. Jetzt geh schon ran. Ich rufe nur an, um dir zu sagen, dass mein Leben weitergeht. Pass auf dich auf, ja? Wissens sind Sie sowas wie ein Marker-Experte. Sie erschufen einen Scheiß erschuf ich. Die Regierung zwang mich. Und Sie haben zwei zerstört und deshalb sind wir hier. Ja, mein Job für Sie. Nein. Nein! Damit bin ich fertig. Suchen Sie sich den anderen für Ihr Selbstmordkommando. Haben wir. Und bevor wir den Kontakt zu ihr verloren, sagte sie, wir sollen sie suchen. Mary. Wo ist sie? Was haben Sie ihr angetan? Wo ist sie? Unitologen sind in die innere Wartehalle vorgedrungen. Wir können sie nicht stoppen. Nun schleift die Zeit davon. Wir müssen los. Sie ist ganz allein da draußen, Isaac. Und ich kann ihr nur helfen, wenn sie mir helfen. Okay. Okay. Hier. Dann los.
Q zum Benutzen, okay. Super. Gut, Leute, ich würde sagen, wir machen dann hier erstmal Schluss. Speichern und beenden, genau, das tun wir hier in dem Fall. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr könnt mich gerne adden auf Orangen. ID schreibe ich einfach unten in der Beschreibung. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein!